Montagsmaler. Heute ARD gegen ZDF. Die ARD vertreten durch Alfred Biolek, Caroline Reiber, Ernst Wilhelm Nusselein, Heinz Eckner. Von ZDF kommen Walter Schmieding, Anneliese Rothenberger, Hans Rosenthal, Michael Schanze und zwei Kindermannschaften vom Malwettbewerb der Bundesgartenschau unter Aktion Ein Herz für Kinder. Die Montagsmaler mit Frank Elstner. Haben Sie den Hans eben gehört, was er gesagt hat? Er ruft jetzt schon schneller. Jetzt schon schneller. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den 53. und damit letzten Montagsmalern. Das ist eine ganze Menge, auch wenn viele von Ihnen mir gesagt haben, mach doch noch ein bisschen weiter. Ich freue mich darüber natürlich sehr. Aber wenn man das zusammenrechnet, kommen da insgesamt fast 8 Jahre raus, da wir auch 3 Jahre im Dritten gearbeitet haben. Und in der Zeit machen andere Leute Abitur. Und also ich glaube, dann darf man auch mal an was anderes denken. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser prachtvollen Besetzung hier. Also das ZDF hat hier alles aufgeworfen, was es überhaupt nur zusammentragen konnte. Die ARD hat sogar mit geistigem Beistand geantwortet. Also ich drücke euch die Daumen. Meine Kinder, zum letzten Mal jetzt auch in den Montagsmalern, dass ich mich mit euch wieder so intensiv unterhalten kann. Aber erstens mal habe ich ja selber welche und zweitens mal werden mir ja im Laufe meines Lebens hoffentlich noch viele begegnen. Mit euch hat mir das immer am allermeisten Spaß gemacht. Auch wenn ihr jetzt neu bei mir in der Sendung seid, grüße ich damit all die anderen Kinder, die bei mir in der Sendung waren, die in der Zwischenzeit schon groß geworden sind. Und einer hat mir gerade geschrieben, er wird jetzt Zahnarzt und wenn ich mal Sorgen hätte, könnte ich mich an ihn wenden. Also alles klar. Gut, dann stell dich mal vor. Ich bin Beate Borstelmann aus Königswinter. Ich bin 14 Jahre alt und meine Hobbys sind Tennis und Gitarre spielen, Sport und Theke. Ich heiße Martina Frieden, bin 13 Jahre alt, komme auch aus Königswinter. Und meine Hobbys sind Musik, Theater spielen, lesen und zeichnen. Mhm. Ich bin Corinna Sandfass, bin auch 12 Jahre alt und komme aus Bonn-Bad Godesberg. Und meine Hobbys sind Malen, Briefmarken sammeln, Schwimmen und Lesen. Ich heiße Michael Janssen, bin 11 Jahre alt und meine Hobbys sind Briefmarken sammeln, Fotografieren, Lesen und Malen. Michael, du hast mir gestern gesagt, es ist hier gar nicht so ganz einfach, hier so alleine als Mann mit 3 Damen zu reisen. Seid ihr denn gut über die Runden gekommen? Ja. Hast dich mit allen gut verstanden? Ja. Wenn dir eine aussuchen könntest zu Weihnachten, welche würdest du denn nehmen? Das sage ich nicht. Das hast du nicht. Bleibt unser großes Geheimnis. Ihr wart bei einem Malwettbewerb dabei, bei der Bundesgartenschau. Ja. Jeder von euch hat was Hübsches abgegeben. Und ja. Ihr seid so Monatsgirls geworden. Das ist Lady Mai, oder wie? September. September. Und was gab's zu gewinnen? Reise hierher zum Montagsmaler. Macht euch das Spaß, so das Fernsehen mal so von innen kennenzulernen? Ja, ganz toll. Habt ihr euch größer vorgestellt? Ja. Sehr viel größer. Und wie findet ihr die Leute so hinter der Kamera und hier und die ganzen Mitarbeiter? Verschieden. Verschieden. Wir können uns irgendwie. Ich sag's ja. Hat euch einer geärgert in der Zeit? No. War einer streng zu euch oder irgend sowas? Nö. Alle klar. Ich will heute bewusst nicht allzu viel reden, weil ich mir vorgenommen habe, ein einziges Mal meine Zeichenrunden durchzuhalten. Wie war das Hochwürden, der Weg ins Himmelreich ist mit guten oder schlechten Vorsätzen gepflastert? Für die Mahlzeit haben Sie gesagt. Ah ja, gut. Also, gut. Also fangen wir gleich an zu malen. Komm. Achtung, Spiel ab. Hose, Jacke, Maus, Hund, Katze, Hügel, Nase, Bein, ganz falsch. Flöte. Flöte ist besser. Trompete. Trompete, richtig. Hund, Katze, Maus, Affast, Zylinder, Treppe, Laterne, Roboter, richtig. Hund, Katze, Maus, Spiegelei, Spiegel, Haus, Adventskranz, Guck mal genau hin. Weihnachten. Ja, Advent ist ja gut. Nicht der vierte. Erster, richtig. Im Strich, Wäscheleine, Skateboard. Skateboard, richtig. Strich, Zimmer, Haus, Käfig,
Nee. Regie! Also Kasten ist ja gar nicht so schlecht. Kasperletheater! Ja, richtig! Ein Huhn! Ohren! Herz! Eine Liebe! Ein Herz für Kinder! Willst du Pfefferkuchenherz? Ja, das gilt. Das gilt. Pfefferkuchenherz gilt. Auto ist gut. Auto vom Oldtimer. Schlange, Autoschlange. Richtig. Ja, ist ganz richtig. Straße, Fahrradweg. Fahrradweg, richtig. Ja. Oh, ich muss mir erst mal ausruhen. Vielen Dank. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sage euch, eure Kollegen, die haben hier vorgelegt. Jetzt könnt ihr es dem mal gleich tun. Vielleicht seid ihr so nett, stellt euch mal vor. Ja, ich heiße Birgit Schulz, bin 13 Jahre alt und komme aus Hamburg. Und meine Hobbys sind Schwimmen, Skilaufen und Lesen. Ich heiße Andrea Eriksen, bin 12 Jahre alt. Meine Hobbys sind Reiten, Lesen und Basteln. Ich heiße Dirk Lesch, bin 13 Jahre alt und meine Hobbys sind Lesen, Reiten, Schwimmen, Angeln und Trompete spielen. Hm? Ich heiße Andrea Jungs, meine Hobbys sind Tanzen, Sport und Musik. Singen, sagt ja. Das doch, Andrea. Das kann man bei dir doch wirklich sagen. Und zwei von euch sind heute hergekommen hier mit einem T-Shirt mit der Aktion Ein Herz für Kinder, die ihr ja, wenn ich richtig aufgepasst habe, alle vier vertretet. Die Aktion, dass wir Autofahrer, wir Erwachsenen ein bisschen mehr Rücksicht nehmen sollen. Heute steht in allen Zeitungen, dass der Verkehrssicherheitsrat neue Zahlen veröffentlicht hat und es sind wesentlich weniger Kinder zu Tode gekommen im vergangenen Jahr. Und ich glaube, da kann man sagen, wenn man nur ein Kind mit einer solchen Aktion gerettet hat, dann hat sich das ganz bestimmt rentiert. Und ich hoffe, dass alle Erwachsenen, die uns zusehen, sich dies wirklich auch zu Herzen nehmen. Dafür ist es ja gedacht. Wie kommt ihr nun in Zusammenhang mit Ein Herz für Kinder? Ja, ich habe mich beschwert, dass sich die Autofahrer hinten so ein Schild draufbacken und in Wirklichkeit gar kein Herz für Kinder haben, viele. Mit anderen Worten, du hast welche gesehen, die haben das Schild drauf und fahren trotzdem wie so eine gesenkte, wie so ein Ferkelchen, ne? Ja. Und wo hast du da hingeschrieben? In die Bild-Zeitung. Und was ist dann passiert? Naja, erstmal habe ich eine Antwort bekommen und zwar habe ich dann noch ein Bastelbuch und eine Single von Andrea gekriegt. Aha. Und ein paar Tage später kam ein Anruf, ob ich beim Montagsmaler mitmachen möchte. Na siehst du mal, beschwerst dich über die Autofahrer und kommst zum Montagsmaler. Das ist der richtige Weg. Und wie kommst du also dazu? Bei uns an der Schule ist solche gefährliche Mauer und dann, wenn man da rauskommt, ist man gleich mit dem Rad auf der Straße. Habe ich eben auch an die Bild-Zeitung geschrieben. Und hast dich auch beschwert über die Autofahrer oder wolltest du irgendwas erreichen damit? Naja, wegen der Ampel bei unserer Schule, weil das da so gefährlich ist. Habt ihr keine Ampel? Nee, jetzt noch nicht, aber die kommt hin, hat die Bildzeitung gesagt. Aber jetzt kriegt ihr eine Ampel? Ja, 19. Ich habe mich vorhin mal erkundigt. Wissen Michael und Herr Eckner und meine Gäste da drin, wisst ihr, was eine Ampel kostet? Eine ganz normale, gewöhnliche Ampel, so drei Lichtlein. Waldmeister, Himbeer und Orange. Also eine normale Ampel, was kostet die? Schätzt mal. 120. Wie viel? 120 Mark. Ist denn bei Ihnen in der Kollekte immer so wenig drin gewesen, Frau Nusselein? 120 Mark. 5.000? 15.000 kostet so ein Ding. Eine Ampel, stellt euch das vor. Gut, also da gibt es eine neue Ampel. Du hast dich auch beschwert. Ja, genau. Andrea, du singst für diese Aktion. Und du singst natürlich auch für deine ganzen anderen Schallplatten, um den Menschen Freude zu machen. Machst du auch deinen Lehrern Freude? Ja, ich glaube schon. Kommst du klar mit denen? Ja. Wie ist denn das, wenn ihr so ein Mädchen kennenlernt, die ja nun sehr bekannt ist? Hat man dann das Gefühl, die trägt die Nase etwas höher oder hat Starallüren oder ist sie normal? Das kann bei Andrea nicht sagen. Seid ihr zufrieden? Ja. Ja, Andrea, ich muss dir ein ganz großes Kompliment machen. Sie kam gestern, ja, und hatte eine ganz kritische Einstellung zu dir und hat gesagt, naja, so ein Mädchen, die singt da und so, die will ich erst mal kennenlernen. Und jetzt sagt sie, das finde ich nett, freue ich mich. Das schönste Kompliment, was man dir machen kann. Und toi, toi, toi und viel Spaß auch in der Schule und ich hoffe, dass du gut durchkommst. Und jetzt dürfen wir nicht weiter reden, denn ich habe heute ein Versprechen abgegeben. Wir halten die Mahlzeiten ein. So, also, Achtung, Spiel ab. Laut,
Auto, Hund, Katze, Fernrohr, Pistole, Kanone. Ganz falsch. Telefonhörer, Lichter, Straßenlichter, Zebrastreifen, UFO, eine Flöte. Ja, schon besser. Trompete. Trompete, richtig. Fenster. Fenster. Kochtopf, Lampe, Roboter. Ja, richtig. Wellen, Wolken, Blume. Regenwolken, Zylinder, Kerze, Adventskerze. Ja, erster Advent, richtig. Donald Duck, Rollschuh, Skateboard. Skateboard, richtig. Fenster, Geschenkbon, Briefkasten, Fernsehen. Kasten ist gut. Also Kasten. Adventskalender. Nein, größer. Weihnachten. Das kann es vielleicht Nikolaus, zu Weihnachten geben. Vielleicht habe ich euch. Ich habe euch vielleicht mit dem Kasten durcheinander gebracht. Also nochmal. Mach mal den Vorhang dahin. Fenster. Fenster, ja. Gardinen. Denkt mal mehr an das Bereich Spiele. Adventsgesteck. Schulrand. Schulrand. Trollala. Kasper-Theater. Richtig. Oh. Herz für Kinder. Herz ist gut. Was für ein Herz? Ein Herz für Kinder, ein Liebesherz. Ja, aus was ist das? Lebkuchenherz. Richtig. Oh, war schneller. Hund, Katze, Maus, Schwein, Räuber, Auto. Auto, ja. Laster. Viele. Viele Autos und da immerhin. Dankeschön, Dankeschön. Also, hier die Spielsachen klopft euch nicht zu sehr, nicht? Sie nimmt gleich vier mit, sie hat zu viel Geschwister. Gut. Ich begrüße ganz herzlich meine Gäste hier. Mahlzeit. Ich heiße Alfred Franz Maria Biolek. Ich bin 34 geboren und 45 Jahre alt. Meine Hobbys sind runde Nickelbrillen, Glatzen, Sofas und Bahnhöfe. Sehr nett. Ja, machen wir so weiter. Bitte. Mein Name ist Caroline Reiber. Ich komme aus München. Ich bin zweimal 19,5 Jahre alt und meine Hobbys sind Lachen, Lachen und oft vergnügt sein. Ich heiße Ernst Wilhelm Maria Nusselein, ich bin aus Aachen, ich bin 71 Jahre alt und meine Hobbys sind, samstags spreche ich das Wort zum Sonntag und Montagsmaler bin ich, dienstags und den Rest der Woche bin ich frei. Ja. Ich heiße Heinz Eckner, wohne in Wachendorf, bin etwas über 50 und meine drei Hobbys sind Essen, Essen und Essen. Sag mal, Heinz, in der großen Pause jetzt von Rudi Carrell, man hat da so viel gelesen, was passierte da nun wirklich mit dir? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich darum noch nicht gekümmert. Und ja, warum? Hat aber auch Zeit, oder? Ach was, ich kann auch mal ich ein bisschen Urlaub. Ich habe gelesen, du machst eine eigene Show. Man redet nicht über ungelegte Eier, ich weiß es noch nicht, also es kommt noch... laufen ein paar Sachen, sind im Gange. Ich habe festgestellt, der Monsignore Nusselein, der übrigens große Karriere gemacht hat, seit den letzten Montagsmalern, jetzt ist er Monsignore geworden. Eigentlich müssten Sie da was Violettes hier tragen. Ja, das dürfte ich, aber ich wollte sich nicht erschrecken. Das ist beängstigenden Eindruck. Sie haben ja immerhin den gemeinsamen Vornamen. Sie heißen beide Maria mit Vornamen, Herr Biolek und Sie. Ja, es ist immer die Gefahr, dass man mit Sie gerufen wird, nicht? Ja. Aber keine Gefahr, dass wir beiden verwechselt werden. Nein. Keine Gefahr. Nein. Die Caroline war eine meiner ersten hier in dieser Sendung. Zuerst ging es ja im ersten Jahr mit den Fußballern. Ja. Und im zweiten Jahr habe ich dann die Visitenkarten des deutschen Fernsehens vorgestellt. So nannten wir die Ansagerin damals. Und jetzt hat die Caroline große Karriere gemacht, macht eigene Fernsehshows. Was macht mehr Spaß? Show, beides. Ansagen? Also das Ansagen ist genauso schön wie das Moderieren einer Sendung. Ich meine, man muss ja immer um 20.15 Uhr so gut sein, dass die Leute nicht auf den anderen Kanal schalten, ne? Und die Kinder zu Hause, die gucken jetzt zu? Die hoffe ich ja, die schauen zu, alle drei Männer und drücken mir die Daumen. Und wer hat das Kleidchen ausgesucht? Reden die Männer da mit und sagen, ja, Mama, heute doch, in Grün? Ja, doch, habe ich vorgeführt, habe gesagt, meinte, dass ich damit schick bin. Mit vier Männern in einer Runde sagten sie, geht schon.
geht schon. Ja. Gut. Darf ich auch mal was fragen? Ja, ja, gerne. Also wenn man als Talkmaster in so einer Sendung ist, und das ist die letzte, dann möchte man sich zum Sprachrohr des Publikums machen. Frank, wird man Sie nun überhaupt nicht mehr sehen auf dem Fernsehschirm? Alle wollen das heute wissen. Werden Sie nur noch Direktor werden? Na, ich weiß ja nur nicht, ob ich hier meine eigene Sendung dazu missbrauchen darf, um sozusagen meinen Lebenslauf loszuwerden. Also ich habe was gehört, so aus der Kanalspülung. Sie wollen jetzt singen. Sie wollen jetzt singen. Und ich wollte Sie einladen, weil ich immer junge Talente vorstelle, in meiner Sendung als Erster zu singen. Also Bio, mit Sicherheit werde ich nicht singen. Und da, ich wollte eigentlich nachher noch was in eigener Sache sagen, aber Bio, wenn Sie mich so fragen, ich sag dazu einen Satz, ich möchte es nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich will wirklich nur mal eine Pause machen. Und ich hoffe, dass das Fernsehpublikum mich nicht vergisst und mich auch gerne wieder annimmt, wenn ich wiederkomme. So, wer bin ich dazu? Wollen wir jetzt anfangen zu spielen? Ja, also. Achtung, Spiel ab. Hund, Katze, Maus, Neger, Maus. Nix. Hand. Eine Hand? Hand? Nein, keine Hand. Fuß. Ja. Fuß. Und da am Fuß? Dicker Zeh. Ja. Wie heißt der? Der Große, richtig. Das sieht auch schon gut aus. Jetzt ein Na, Blitz. Ein Blitz. Der Mann im Mond? Nein. Nein? Also Blitz ist toll. Blitz ist Donner. Donner, weil es ins Ohr geht. Ein Kugelblitz? Ein Kugelblitz? Nee. Nein, auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob... Gibt's. Also ein Blitz, den haben wir schon mal. Einfach vielleicht Frank Elsner? Nein. Granate. Ein Sputnik? Nein. Irgendein Mensch auf jeden Fall. Ich müsste euch ja hier jetzt nicht verhungern lassen. Ich überlege mir gerade, welche Hilfe ich da gebe. Also sie zeigt den Blitz. Vielleicht, der Blitz ist schon gut, doch. Das ist eine Banane hier. Nein. Blitz. Wenn so ein plötzlicher Blitz... Ein Einfall, ein Blitzeinfall. Eine Idee. Eine Idee. Wie heißt das dann? Ein Geist. Ein Geist. Ja. Blitz. Und jetzt? Das war schön. Oh, den hätte ich auch gerne gehabt. Ja. Ein Geistesblitz. Ein Regenwurm. Aber den haben wir so selten, deswegen konnten ein wir es nicht machen. Ein verkrüppelter Regenwurm. Ein toter Hund. Was heißt das? Eine Tänzerin, die erstmal verschwindet wieder. Das ist gut. Das scheint sowas wie ein Notenschlüssel zu sein. Also mal ganz ruhig bleiben. Picasso. Sekunde mal. Wir müssen hier mal stoppen, ja? Picasso. Monsignore, wenn ich einen kleinen Tipp geben darf, ja? Wenn man das zu schnell macht, ja, dann wird das nichts. Schön langsam mal. Der zeichnet ja schon drauf. Ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Schlafanzug an. Also jetzt. Ein langsamer Blitz. Ich habe euch geholfen. Schlafanzug. Das ist ein Schlafanzug. Ah ja. Und der geht jetzt. Der geht jetzt. Ein Nachtwandler. Ja. Ha. Eine Leiter. Ein Stuhl. Das ist ein Beistuhl. Ja, das hilft. Danke euch. So, das ist jetzt also das ZDF in seiner wirklich feinsten Besetzung, kann man dazu nur sagen. Da ist ja wirklich alles aufgeboten. Die Kultur ist da, die große Oper, die Operette, die Kultur weiter. Nein, wie haben wir das vorhin gesagt? Leichte Muse und Klassik. Dann der Weltmeister, der Unterhalter hier. Ja. Nicht der größte Lausbub, den wir bei uns haben im deutschen Fernsehen. Ah nee, das wolltest du immer sein, ne? Herr Schmieding, Sie sind so ein Mensch, der die Kultur den Zuschauern näher bringen möchte. Möchte, ja. Ja. Haben Sie einen Kulturbeutel? So indiskrete Frage. Das wollte ich noch mal fragen. Das war schlecht. Ja. Nein, ich habe gehört, Sie haben einen... So blöd. Ja. Können wir das wieder rausschneiden? Ja. Also, liebe Fernsehzuschauer, das gab's nicht. So, nochmal. Also, wenn Sie es beruhigt, ich habe einen. Ja, gut. Okay, freut mich. Da kommen wir nie wieder raus aus der Nummer. Sie haben ein Buch geschrieben über die Frauenzimmer.
Nein, ich habe kein Buch über Frauenzimmer geschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben über Frauen im revolutionären Russland. Das habe ich geschrieben. Also mir ist das ganz anders. Als Frauenzimmer mir ist das, bezeichnen. Mir ist das völlig anders mitgeteilt worden. Man hat mir gesagt, Sie haben so eine Geschichte der... Das ist einer der Gründe. Man sollte sich von Büchern nie etwas erzählen lassen, sondern immer selber lesen. Also, gut. Anneliese. Liebe Anneliese Rothenberger, retten Sie mich. Ja, sofort, retten Sie mich. Sie haben mir so reizend heute Nachmittag erklärt, dass Sie fast unter Profibedingungen, wie Fußballspieler auch, die sich auf ein Fußballspiel vorbereiten, auf ein Länderspiel, trainieren, wenn Sie einen großen Auftritt haben. Natürlich. Wie übt Anneliese Rothenberger? Nein, wie übt ein Sänger? Das ist, glaube ich, ganz allgemein, stimmt das? Ja, also ich meine, wenn ich zum Beispiel jetzt auf einer Liederabendtournee bin, dann singe ich mich vor dem Konzert nur eine halbe Stunde ein. Aber angenommen, ich habe 3 Wochen nicht zu singen, dann muss ich 8 Tage vorher oder 10 Tage vorher, bevor das nächste Konzert kommt, arbeiten wie ein Sportler, nämlich jeden Tag morgens 1 Stunde, mittags 2 möglichst 1 Stunde und abends 6 nochmal 1 Stunde singen, weil diese ganzen Singegeräte sind ja auch Muskeln und wenn man die im Urlaub zum Beispiel 3 Wochen nicht benutzt hat, dann erschlaffen sie und wollen nicht. Und da gibt es diese berühmte Quintenschaukel und die wollen wir den Leuten ja nicht vorführen. Da muss man ganz straff... Was ist eine Quintenschaukel? Also eine Quint sind 5 Töne auf dem Klavier. Ja. Und wenn das so macht, dann ist das eine Quintenschaukel. Und das passiert, wenn man nicht Sänger richtig trainiert hat oder so? Ja, wenn also die Muskeln erschlafft sind. Angenommen, einer wie die Callas zum Beispiel nimmt 50 Pfund ab, dann passiert das auch. Oder wenn man nicht trainiert hat. Oder eine Tänzerin macht sich vor dem Abend... warm, wie man so sagt. Die Muskeln müssen warm sein. Glauben Sie, dass die Callas, weil sie schön sein wollte und abgenommen hat, überhaupt ihre Schwierigkeiten das bekam? Das ist einer der Gründe, natürlich. Für Sie war das die größte Sängerin, haben Sie mir gesagt. Ja. Also ich sage, Sie haben mich gefragt, die größte Primadonna. Sagen wir, da war sie die größte. Ist das doch noch ein Unterschied eine zwischen den Primadonnen und den Sängern? Für mich war genauso groß die Tebaldi. Und es gibt einige heute, die ebenso groß sind. Aber damals hat sie doch... etwas aufgerissen, aber sie nicht. Es waren die Männer im Hintergrund und die haben sie auch fertig gemacht. Das ist ein ernstes Thema hier. Das sind meist die Männer. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Männer die Frauen aufbauen. Ja, auch einige. Na, ich meinte überhaupt nicht, aber gut. Hans, du hast dazu 15 Sekunden Zeit. Das ich frage ja nur von der Callas. Hans, du bist das große Aushängeschild der schnellen Unterhaltung. Viele Unterhalter haben einen Ghostwriter, einen, der jeden Gag aufschreibt. Du machst alles selber. Ich mache das selbst, weil mir Spielen Spaß macht. Spiele immer. Auch zu Hause? Zu Hause auch, abends auch mit meiner Frau. Ich spiele. Stehst morgens auf, wird gespielt. Ja, so ist es. Durch gespielt. Dann kannst du eigentlich gleich mit dem Michael spielen. Ja. Der Michael ist ja einer derer, die zu Kindern einen ganz, ganz großen Zugang haben. Ich weiß, dass es für Kinder also 3, 4 große Sendungen gibt im Fernsehen und deine wird meistens als erste genannt, wegen dieses Blob da. Blob, ja. Mach das doch mal. Erzähl uns doch mal die Geschichte vom Blob. Michael Schanze und der Blob. Nein, bei ihm geht das nicht. Nee. Es war folgendermaßen, die Sendung ist grundsätzlich eine amerikanische Idee, Frank. Und im Amerikanischen heißt also dieser letzte Moment, in dem die Kinder eben nicht mehr springen dürfen, sondern sich für ein Feld entscheiden müssen. Da heißt es im Englischen, when you hear the click, stick. Und dann kommt so ein ganz komisches Plastikgeräusch. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, zumal es auch schwer zu übersetzen war. Und dann habe ich vorgeschlagen, wie wäre es denn, weil das war das einzige Geräusch, das ich auf Kommando loswerden konnte. Mach doch mal. Ja, komisch. Ja, ist geil. Ich hab alles besser. Nein. Mach die Geräusche, werden wir ja nicht auf Kommando. Das ist genauso wie mein Kulturbeutel. Ja. Also, gut, weiter. Ja, ich wollte nicht her heute. Nein, ich sag das. Er kann es als Tonleiter. Er kann es mit allen 10 Fingern. Nein, da kam es eben dazu, wie wär's denn mit dem Plop? Und dann haben die gesagt, das ist ziemlich blöd, wenn ein zwar kindisch, aber halbwegs erwachsener Mensch in einer Sendung 12, 13 Mal im Finger in den Mund steckt. Und daran schieden sich wirklich die Geister. Und umso lustiger ist es, dass es heute die Kinder überall machen. Lehrer, Lehrerinnen haben mir geschrieben, sie dürfen sich am Montag nach der Sendung nicht mehr zur Tafel drehen, weil die ganze Klasse macht... Er kann das wirklich mit allen 10 ja, Fingern. Dann mach das mal bitte hier. Die, mach mal ganz also jetzt, die Blob-Tonleiter. Dadurch werden sie auch sauber. Na, Tonleiter kann ich. Ah, Moment. Nicht lachen. Da
sagen, wenn das in der Sendung, wenn das nur ein bisschen weitergeht mit der Sendung, irgendwann, wenn wir mal in 1000 Jahren ausgegraben werden, dann werden die Archäologen sagen, und dann so 80er Jahre rum gab es ganz seltsame Wesen mit so. So, Hans, du warst bei mir schon mal in der Sendung, wie ihr alle. Ja. Denn ich habe mir welche gewünscht, wo ich damals nach den Sendungen immer aus der Kritik das Gefühl hatte, dass das Publikum sehr glücklich war mit euch. Und ich wünsche euch allen toi toi toi, gerade auch für deine Dalli Dalli Sendung, für ihren wunderbaren Nachwuchs. Die machen ja eine ganz tolle Sendung, damit klassischer Nachwuchs gefördert werden kann. Du machst sowieso so viel, du bist der Jüngste von allen auf dem Tisch. Na, komm wieder her, komm wieder her. Und für meinen Kulturbad. Wie ist das mit der Kultur jetzt? Mit Ihrem Buch, ich wünsche Ihnen viel Glück dazu und toi, toi, toi. Sagen Sie uns noch einen kulturellen Beitrag. Was ist im Moment das wichtigste Theaterstück, das in Deutschland gespielt wird, Ihrer Meinung nach? Betrogen von Harald Pinter. Wo läuft das? Das läuft beispielsweise gerade in München und am Berliner Schlossparktheater ist es und im Thalia-Theater in Hamburg. Gut, gehen Sie bitte nicht donnerstags, da ist er schon wieder im Fernsehen. So, gut, fangen wir an zu spielen. Achtung, Spiel ab. Ja, das dürfte eine Straße sein. Nein, ein Knochen. Straße. Nein, eine Trompete. Richtig, Nein. Richtig. Trompete, wunderbar. Was? Es war schon richtig. Trompete war es. Trompete, mach mal weiter Trompete. Jetzt. Haus, Mann, Auto. No, entschuldige, ich hab drauf. So. Halt, halt, stopp, 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 stopp. Ganz ruhig bleiben. Erster Advent. Ganz ruhig bleiben. Schade. Erster. Du musst wieder hin. Komm wieder hin. Mann, wir fangen wieder von vorne an. Ja, wir fangen wieder von vorne an. Das musste mal passieren. So, in der letzten Sendung ist dann auch passiert. Spiel ab. Spiel ab. Jetzt los, jetzt geht los. Ein Knochen. Strich. Mensch. Ein Mensch. Ein Mensch. Schieber. Ein Mann. Schuh. Fuß, ja, Fuß. Fuß. Was an dem Fuß? Pilz. Ein Ball. Fußball. Nein, nein, nein. Nein, ein Schlittschuh. Welcher Zeh? Große Zeh. Ja. Große Zeh. Zeige Zeh. Große Zeh. Oh, yes, Maria. Mach. Anneliese. Blitz. Blitz. Blitz ist gut. Wetter. Blitz ist gut. Wetterleuchten. Nein. Gewitter. Da steht nein. Der Blitz ein. Da steht der nein. Blitz ein. Nein. Blitz. Geistesblitz. Geistesblitz. Ja. Geistesblitz. Oh. 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 Haus. Ein Mann. Baum. Ein Mann. Hund, Katze, was, Mohrrübel. ein Mann. Mann. Bis jetzt ein Mann. Mann. Großer Kopf. Also ich will jetzt hier nicht so helfen. Ein Dickkopf. Hut. Ein Hund. Brille. Eine Brett vom Kopf. Ganz, nein, ganz Blind. Falsch. Blind. Ganz Blindgänger. Falsch. Nein. Ich muss euch noch 5 Sekunden hängen lassen. Blinder. Ein Wünschelrotengänger. Nein. Schon besser. Ein Fallschießer. Jetzt mach mal einen Schlafanzug dazu. Schlafanzug. Ja, ja. Das ist jetzt Strich. Eine Linie, ein Strich, jemand geht drauf. Ein Strich, nein, ein, das ist ein, Turm ein Turm. Schrank. Ein Schrank. Ein Schrank. Schrank. Eine Bude. Eine Ach so, getrennt. Tür. Zwei, die getrennt sind. Getrennt von Tisch und Bett. Nein. Nein. Also Schrank ist ja nicht schlecht, aber... Eine Frisierkommode. Das sieht aus Spiegel. Wie ein Schrank. Da ein Spiegelschrank. Ein Spiegelschrank. Nein. Schrankkoffer. Nein. Nein. Vielleicht kleine Hilfe dazu. Ein Wer von euch ist katholisch? Ich. Ja, noch mal hingucken, bitte. Das ist alles ein Altar? Ja, jetzt. Ein Altar? Altar, nein, in der Nähe. Eine Kirche? In der Kirche. Ein Beichtstuhl? Ja. Ja. Mach. Ja. Ja. Komm schnell. Ein Mensch. Ein Sex, ein See, ein Ei. Einer, der spricht. Einer, der, was? Ein Mensch, der singt? Nein, der spricht. Zähne ziehen. Ein Zahn, der Weisheitszahn. Halt, stopp, da war schon der Gong. Weisheitszahn. Nein, es war ein Zahnstocher, aber ihr habt gut aufgeholt. Es ist alles noch drin. Ihr könnt euch in Ruhe wieder da drüben hinsetzen. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Also, Monsignore Nusselein, bei dem Geistesblitz, ja, da sagte Anneliese Rothenberger als erste Reaktion, oh Jesus Maria, das ist noch kein Fluch, das darf man sagen. Nein, denn Sie haben bei dem Begriff, den ich Ihnen hingehalten habe, gleich gesagt, oh Gott. das hält sich etwa die Waage. Ja, alles klar, gut. So, wo bin ich? Hier, hallo. Wir möchten Ihnen jetzt gerne etwas zeigen, das unser Regisseur in stundenlanger Arbeit gebastelt hat. Und zwar hat er sich hingesetzt, stellen Sie sich dem mal vor, und hat sich alle 53, besser gesagt, alle bis jetzt gelaufenen 52 Montagsmaler-Sendungen angeguckt.
Stellen Sie mal vor, alle hintereinander hat er angeguckt und immer wenn er was haben wollte davon, hat er draufgedrückt. Und diese 52 Sendungen, die jetzt mit heute dieser zur 53. werden, die wollen wir mal in 3 Minuten Revue passieren lassen. Und das ist die Ilse Werner, die erstmal unser Indikativ pfeift. Dieses Gerät ist nicht eingeschaltet, es funktioniert auch nicht, aber das soll uns überhaupt nichts machen. Wir können ja schlimmstenfalls eine Talkshow machen, wir haben ja 8 Talkmaster da. Das kann schon mal passieren, meine Damen und Herren. Das ist eben live. Wenn sich dann die Verantwortlichen meiner Sendung schon mal die richtige Formulierung ausdenken, wie wir uns nachher entschuldigen, wenn wir die Sendung überziehen, wäre das sehr nett. Der Intendant ist, glaube ich, hier. Ja, klar. Hilf heißt er auch noch. Kann auch eine ganz nette Sendung werden. Frank, ja. Ente mit Ohren, das war... So, ich krieg hier wieder die tollsten Schilder gezeigt, meine Damen und Herren. Ich soll immer wieder schneller werden. Das Publikum liest mit hier, nicht? Schneller steht er. Ich weiß nicht, was es war. Ein Dauerwelle. Ein Bundes Adler. Ja, das jetzt wird's schon besser. Walter Schädel. Ja, richtig. Reiter. Nein. Guck mal, was liegt denn da unten? Was? Pferdeapfel, richtig. Ich krieg schon wieder Zettel gezeigt mit schneller. Ich krieg schon wieder Zeichen, wir müssen uns beeilen, da ich kriege wieder die berühmte Uhr gezeigt. Ja, ja, es werden Intendanten hin und wieder zu verdanten, wird die Sendung überzogen. Nur eine Minute. Noch eine letzte Frage. Gibt es eigentlich bei katholischen Priestern immer noch das kanonische Alter für Haushälterinnen? Früher waren das, glaube ich, mal 36 Jahre. Musste eine Dame alt sein, um Haushälterin zu werden. Einige meinten dann, 2:18 ginge auch. Frank, ja. Nur eine Minute. Wie wir das wieder einholen wollen, ist mir ein totales Rätsel. Nur eine Minute. Und ich werde gleich rausgeschmissen, wenn es noch länger dauert. Nur eine Minute. Frank. Ja. Ganz ruhig bleiben, sonst musst du wieder in den Busch. Haben Sie gemerkt, meine Damen und Herren, dass ich der einzige Germane hier bin? Nur eine Minute und nicht mehr, sagte mir der Regisseur. Peggy, du hast nicht gewonnen, aber du kannst gerne als Covergirl bei uns so ja, bitte. Und was hat sich Ilja ausgesucht? Kannst du das Bild das auch noch zeigen? Das ist meine Straße auf Südamerikanisch. Wieso nimmt Ilja ein Bild? Der hat noch nicht gewonnen, oder? Habt ihr euch alle große Bilder genommen oder wie ist das hier? Also ich weiß jetzt nicht mehr, liebe Zuschauer, wer hier gewonnen hat, wenn ihr alle große Bilder habt. Aber so machen es die Politiker eben. So. Also, wenn man überlegt, was da übrig geblieben ist in 5 Jahren Montagsmaler, das Thema schneller. Alexander Arns, unser Regisseur, der das geschnitten hat in stundenlanger Arbeit. Vielen Dank, Sascha. Und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bedanken bei der Mannschaft des Südwestfunks, mit der ich so fabelhaft zusammengearbeitet habe. Wir sind wirklich Freunde geworden. Einen von denen muss ich Ihnen zeigen. Das ist mein lieber Freund, der Mundel. Das ist Herr Hörig. Und das ist das berühmte Schild. Mundel, wie oft hast du mir das gezeigt? Kann man gar nicht mehr sehen. Was, ein paar hundert Mal? Ja, kann man nicht mehr sehen. Edmund Hörig und sein Schild schneller. Jetzt arbeiten wir seit 8 Jahren zusammen. Wir haben nie Krach gehabt. Nein. Wir haben nie geschrien. Wir haben ein bisschen zu wenig gesoffen in der Zeit eigentlich, ja, wenn man ja, überlegt, nicht? Zeit sonst bitte. Kaum. Aber ich möchte dich jetzt auszeichnen. Ich habe mir nämlich vorgenommen, dich, die Kameraleute, die Techniker, die Menschen, die den Ton machen, und alle, die mir geholfen haben, dass das klappte. Denn alleine kannst du ja gar nichts machen. Brauchst ja alle. Die kriegen von mir alle den Montagsmalerorden. So, pass auf, du kriegst jetzt den allerersten hier, Mundel. So, und jetzt habe ich endlich mal das Schild nicht gesehen. Schneller. Bitte schön. Danke dir. Zeig ihn noch einen.
zeige Ihnen noch einen. Er kriegt auch den Montagsmalerorden hier von mir. Wir haben so viele Sendungen zusammen gemacht und heute durfte er keine Musik machen, damit wir unser Filmchen loswerden. Jochen Brauer, ich danke dir, Jochen. Gell? Ja? Es ist ja schön, weil der Jochen Brauer ja auch bei mir spielt in Dalli Dalli. Da muss ich eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ja, er war also immer bei ihm mitgespielt, sag ich, stelle ich auch so vor, das Jochen Brauer Sextett. Da kam er zu mir und sagt, kannst du nicht eventuell doch lieber Jochen Brauer Band sagen? Bei dir geht das, aber du musst Band sagen. Ich sage, wieso? Wenn wir ins Ausland kommen und dann steht immer dran, Jochen Brauer Sextett, dann denken die Leute, es ist eine Pornogruppe. So. Letzte Runde beginnt. Achtung, Spiel ab. Ja. So. Ach, der lieber Gott. Ah, ja. Das ist Musik oder ein irgendwas Musik. Das ist Nacht in Venedig im Buch oder sowas. Das ist also auf jeden Fall eine Wasserschale. Gondoliere. Ja, Nacht in Venedig. Nein. Es nicht. Pfarrer. Nee. Pfarrer im Bett. Lohengrin oder sowas da. Nein, ich kann euch ein bisschen helfen. Es ist eher zu Hause. In der Badewanne. Ja, in meine Badekammer bin ich Kapitän. Ja, ja. Badewanne bin ich Kapitän. Ja, in der Badewanne. Moment, was ist das jetzt? Das ist ein Fernsehen. Zweites Programm. Herz. Musik ist Trumpf. Musik ist Trumpf. Nein. Herz. Ein Herz für Kinder. Ein Herz für Kinder. Richtig. Das wieder ein Fernsehen. Fernseher. Erstes Programm. Erstes Programm. Gut so. Ja, wollen wir mal sehen. Jetzt kommt ein, zwei, drei. Bios Bahnhof! Ja! Bios Bahnhof! Ah. Ran! Was ist das? Buch. Ein Theaterbuch? Und Theater. Ein Drama. Also, ja, natürlich ja. Ein Drama. Irgend sowas. Und zwar. Der zerbrochene Krug ist einfach kaputt. Ja, richtig! Dann war der ganz. Jetzt machen wir. Ja, wieder Fernsehen. Fernsehen! Wo sind wir denn hier? Spiele? Am ersten Programm. Das ist. Ich halte mich was raus. Was ist das jetzt? Mosaik! Mosaik, nein, eine Kamera oder Karte. Was? Vorsicht, Kamera! Vorsicht, Kamera! Nee, nein, lang ist das die 50. Sendung oder seine letzte Sendung? Montagsmaler! Ja! Okay! Mach! Ihr seid toll! So, also es hat auch mit Theater oder sowas zu tun. Das ist das Brandenburger Tor. Und nee. Hinter Gittern sitzen! Hinter Gittern! Herr Bayer, Bundeskanzler! Das ist fast die Lösung, Michael. Hinter Gittern sitzen! Ja, wie heißt das noch? Gitter. Gitter sitzen. Ja, zwei Vorhängen. Nicht helfen hier, nur malen. Vorhänge. Es ist aber hinter Gittern sitzen. Ja, wie heißt das noch? Im Gefängnis brummen. Ja, aber was sagt man dafür noch für diese Gitter? Jalousien. Schwedische Gardinen. Ja. Schwedische Gardinen. Ja, was ist das? Ein M? Nein. Nee, das gilt nicht. Das ist ein was Buch. Ist das? Buch. Ach, das soll ein Buch sein. Ja. Buch und Fernsehen. Film. Buch, Buddenrotzen, Buch. Ja, Film. Prima. Buch, Kirche. Film, was alles. Was Kirche. Buch, Film, Kirche. Don Camillo del Bonde. Ja. Don Camillo. Das ist ja einmal. Weiter. Mach, was ist jetzt? Das ist Musik. Das ist Musik. Das ist ein Fisch oder so. Eine Brille. Gerade da. Ja. Gerade da. Ja. Was ist jetzt? Die Fernsehen. Ist das Fernsehen? Ich weiß Fernsehen. Zweites Programm. Ja, zweites Programm. Aspekte. Was ist das? Aspekte. Nein. Nein. Dalli Dalli. Ja. Komm. Schnell, Walter. Schneller. Ein Mann. Ein Ei. Rolle. Jemand auf die Rolle nehmen. Nein, weiß ich nicht. Das ist doch das Ei des Kolumbus. Ja. Ganz toll. Halt! Komm her! Nein, er will schon gehen. Heinz, ihr lasst euch doch nicht entmutigen. Ach, das sowieso nicht. Ihr lasst euch doch nicht entmutigen. Ich finde die kleinen Bilder sowieso viel schöner. So, jetzt pass ich aber auf, dass ich die richtigen nehme. Also, Achtung, fertig, los. Nur ein Zeichen dafür, nichts, wie leicht es ist. Nichts. Acht. Eine Badewanne? Ja, richtig. Ein Badewannenkapitän. Ja, wie heißt das? Ich bin Kapitän in der Badewanne. Ja, jawohl. Monsignore kennt sich aus. Ein Herz. Hochwürden singt ja. Ein Herz für Kinder. Ja. Wunderbar. Ja.
So blöd sind wir auch nicht. Biosbahnhof! Ja! Die haben nämlich noch nicht gewonnen da drüben. Ein Hofbräuhaus? Nein. Mein Herz, das ist ein Hofbräuhaus. Nein. Ein Krug? Nein, ja, ich trinke ja, nicht mehr. Der Krug geht so lange. Nein, nein, nein. Der andere Krug. Der andere Krug. Der verbrochene Krug! Ich halte mich jetzt raus. Engel. Montagsmaler. Ja. Ja. Lass euch ruhig sein. Haben wir schon. Das ist ein. Das ist. Theater. Theater ist das. Und? Auf der Bühne. Nein. Ganz falsch. Nein. Ganz falsch. Am Fenster. Gefängnis. Ja, heiß. Gefängnis. Ja, schwedische Gardinen. Richtig. Also ich will nicht der Prophet sein, aber Sie können noch gewinnen. Aha. Eine Frau ist eine Frau. Nein, das ist ein Monsignor. Ja. Wort zum Sonntag. Nein. 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 Don Camillo und Pepone. Ja. Die Gesichter eurer Kollegen werden immer länger. Wir kommen mit dem Radler an. Ja, wir halten das. Ja. Sehr gut. Alles mit. Aha. Dalli, Dalli. Ja. Das ist die Spitze. Das ist eine Gurke. Nein. Nein. Das ist, wie heißt das? Ach, ja. Das ist ganz bekannt. Es, jetzt kommt's drauf an. Ja. Ah, Schmieding! Nein, nein. Nein. Aspekte nicht. Nein. Wie heißt das Zeichen? Oh. Wie, was ist das? Wort zum Sonntag? Ihr könnt noch das verlieren, Kern, denn alle 30 Sekunden gibt's Punktabzug. Was ist das Pudelskern? Nein, das, nicht das Pudelskern. Also Skinny Mann. Nein, ich darf jetzt nicht helfen. Es tut mir leid. Kern. Schnell, den Nächsten, den Nächsten. Schnell den Nächsten. Was ja. ist? Vielleicht klappt es jetzt Caroline, noch. Mach! Ein Wespenteil. Nein, ja, was ist da? Ein Gürtel. Ja, und was ist? Ein Punkt. Ein Punkt. Ich gratuliere euch. Herzlichen Glückwunsch. Ein Pünktchen. Kommt mit zu den Bildern. So, darf ich euch zur Siegerehrung bitten? Holt euch doch mal bitte eure Bildchen. Eure Bilder? Oh nein, lieber Frank, das kommt heute nicht jetzt in Frage. Warum nicht? Weil ich stolz bin im Namen der vielen, die Gäste gewesen sind bei den Montagsmalern. Im Namen der vielen, die millionenfach Freude gehabt haben in diesen Jahren an den Sendungen, die Sie gemacht haben. Ihnen ein ganz großes Dankeschön zu sagen. Vielen Dank. Also, was passiert jetzt? Nachdem alle Sieger immer Bilder bekamen, aber der wahre Sieger nie. Hier, lieber Frank Elstner, ein Bild, das nur glückliche Stunden schlägt. Oh, ist das süß. Das ist aber süß. Das ist ja toll hier. Jetzt singen die vereinigten Fischerchöre von ARD und ZDF. Auf die Knie. Es ist schade, Frank hört auf, hörte sie nicht rufen, hörte sie nicht rufen. ARD, RTL, ZDF. Es ist schade, Frank hört auf, Frank hört auf. Ja, ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, in so einem Moment kann man nicht mehr viel sagen, aber eins sage ich von Herzen.
Hoffentlich auf Wiedersehen. Tschüss.